Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde Deinem mit Franzi am Boxing. Vorab, falls du mal wissen willst, was ich painte, male, dies, das, ich poste euch in der Infobox meinen Link zu meinem Instagram-Account. Könnt ihr gerne vorbeigucken, würde mich natürlich auch mega freuen, wenn du mich da folgst. Ja, folgst. Falls du eine Deinem-Painting-Gruppe in Facebook suchst, wer ist in Deinem-Painting-Family, würde mich natürlich auch mega freuen, wenn du vorbeikommst und auch. Wenn Bock hast, zu uns zu kommen, kannst du gerne kommen. Link Infobox. Ich sag noch so, der Tag ist heute für mich schon Piep. Der Tag so anfängt, dann ist der Tag vom Piep. Ihr wisst Bescheid. Einfach nur mega Piep. Jetzt laber ich nicht viel rum. Ich fange mit den hier an. Ich habe hier wieder tolle Sachen, ne? Das hier. Das Zoe, das Zoe, das Zoe. Leider auch wieder Hundesteine. Wir haben hier ein ganz normales Toolkit, kennen wir mittlerweile schon, ein kleines Schälchen, zwei Platten Wachs und ein ganz normales Stift. Und jetzt kommt das Bild. Ich fand ja das so mega süß. Einfach mal die zwei süß, ne? Kennt ihr bestimmt. Kennt ihr bestimmt. Ich fand das so schön und ich stehe ja so auf die Weihnachtsbilder momentan. Und mir hat dieses Bild total gefallen. Ist halt immer nur doof, wenn es in runden Steinen nur gibt. Das ist, was mich halt wirklich manchmal richtig nervt. Aber egal. Ist egal. Es gab es auch leider nur in der Größe 40x50. Wir haben hier 22 Farben. Ich weiß gar nicht, ob man die hier erkennt. Daisy und Donald. Und hier ist Pluto. Ich glaube, er kennt. Nee, Quatsch. Daisy. Donald ist hier. Habe ich jetzt ausgesehen. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennt, weil dafür könnte es natürlich ein bisschen zu klein sein. Aber an sich, das gefällt mir dieses Bild mega. Wie gesagt, es hätte ruhig größer sein dürfen und es hätte gerne auch mit eckigen Steinen sein dürfen. Aber das Bild gefällt mir halt einfach richtig gut. Und man betrachtet es ja auch von beiden her, dann wird das schon gehen. Wenn man jetzt Daisy und Donald und Goofy nicht erkennen kann, ach Gott, Pluto, Goofy ist hier, wenn man mich erkennen kann, ja, dann ist das halt einfach so. Aber man hängt es ja eh auf oder kennt es von beiden her. Ich weiß, umso detaillierter das Bild, umso größer muss es auch sein. Aber wie gesagt, das gab es nur in dieser Größe und ich fand das so mega toll. Ich werde das trotzdem machen. Also von daher, keep cool. Mir hat das echt gut gefallen. Wie gesagt, rund. Ach nee, warte mal, ich zeige euch erstmal die Leinwand, bevor ich irgendwas anderes zeige. Leinwand ist okay. Doch erkennt man eigentlich richtig gut. Guckt, da kennt ihr den kleinen Schlingel. Der Leinwand ist schon echt gut. Vielleicht kann ich euch. Na. Ich mag diese durchsichtige Folie einfach nicht. Ja, Daisy. Wie gesagt, hätte größer sein müssen. Hätte 50x70 sein dürfen, gerne. Aber wie gesagt, das gab es nur in der Größe. Aber ich finde es trotzdem hübsch und ich werde es trotzdem machen. Und wie gesagt, ein wunderschönes Bild. Da ist so viel Love drinnen. Ich mag diese Weihnachtsbilder momentan richtig gerne. Und sie werden ja auch alle gemacht. Das sind so Tütchen, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ich mag ja immer lieber die Zipptütchen, das wisst ihr ja. Aber sei es drum. Sind schöne Farben dabei. Passt. Aber wie gesagt, das Bild finde ich echt mega, 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 mega niedlich.
Moment mal kurz. Einen Augenblick. Genau. Habe noch eine wichtige Nachricht gekriegt, deswegen muss ich jetzt schnell antworten. Aber das Bild finde ich süß. Ich poste euch auch die Links in die Infobox, falls ihr das auch haben wollt und Interesse habt. Da könnt ihr dann vorbeischauen. Und hier ist das zweite Picture of Love. Nein, da ist kein Love drin. Das musste ich diese Alternative nehmen, weil das, was ich eigentlich wollte, gab es nicht mehr. Hier haben wir auch leider runde Steine, ist leider so. Sache irgendwie, die schönen Bilder sind immer mit runden Steinen. Schade, dass da nicht so immer eckig und runde gibt es, aber egal. Hier haben wir auch ein ganz normales Toolkit, kleine blöde Back, kleine Schälchen, Stift. Und jetzt zeige ich euch einfach mal das Bild. Das ist 30x70. Ich hoffe, dass ich das jetzt überhaupt so drauf kriege. Weil ich glaube, von der Länge her wird das etwas knupp. Na, was ist da los? Jetzt. Also, wie man erkennen kann, das ist eine junge Dame. Ich würde sagen, Universum. Ich finde das mega schön. Ist das ein Universum? Ja, Universum. So ein Quatsch. Universum. Das sind aber 22 Farben. Ein Universum-Bild eigentlich. You know? Sie hat ja den ganzen Planeten so ein bisschen um den Kopf. Ich lege das einfach mal so seitwärts, vielleicht kennt man es dann auch gut. Ja. Eigentlich an sich voll das coole Bild. 30x70 ist okay. Hätte meiner Meinung nach auch ein bisschen größer sein dürfen. Vielleicht nicht 30x70, vielleicht, weiß ich nicht, 50x70. Von der Breite her jetzt einfach mal nur gedacht, wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Weil, ja, es sieht ein bisschen so gezogen aus. Wisst ihr, was ich meine? Aber ist das okay? Ich finde es wohl trotzdem schön. Und doch, das ist hübsch. Es ist hübsch. Was will man da meckern? Im Endeffekt. Was will man meckern? Es ist trotzdem ein wunderschönes Bild. Doof ist halt nur Steine. Ich zoome mal ran. You know? Auf jeden Fall, wie war es? Ist weh. 823 ist da ganz viel dabei. Es ist keine 310 dabei. Ich weiß gar nicht, ob man es dazu erkennt. Ich mach mal lieber so. Komm, fokussier. Willst du dich fokussieren? Aber wie gesagt, Leinwand ist top. Auf meiner Kind so ein bisschen. Warte mal, ich mach mal wieder so. Kann halt nur sein, dass es gleich ein bisschen blendet hat. Aber ich glaube, da erkennt ihr wenigstens jetzt besser. Man erkennt die Leinwand. Die ist gut. Hier ist das Auge. Ich finde es schön. Wie gesagt, vielleicht 50 mal 70, aber die Kurse gab es hier nicht. 30x70 war da die Größe. Aber an sich ist das schon cool gemacht mit dem Mond und mit den Planeten hier so ein bisschen. Nee, finde ich trotzdem toll. Ist ein schönes Bild. Hat was. Hat nicht jeder. Ich mag Bilder mal, die das nicht jeder hat. Dieses Extravagante, dieses Spezielle mag ich. Und hier haben wir auch die Steine. Auch in so Tütchen, leider Gottes. Leider. Ihr wisst, ich mag die gerne im Zipptütchen. Genau. Das ist jetzt nicht dieses extrem große bunte Bild. Man sieht es ja, es ist so eigentlich etwas rosa und blaulastig. Genau. Ich bin nur gespannt, wie die Steine sind. Aber so, wenn man jetzt drauf guckt, schauen sie richtig gut aus. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, aber ich habe ja momentan andere Bilder noch zu machen, bis das dran kommt. Aber wie gesagt, ich mache meine Bilder alle
Nicht, dass ich denke, ich mache keine Bilder, aber ich poste das halt in die in Instagram, in TikTok, dies, das und genau. Instagram könnt ihr gerne mir folgen. Und dann seht ihr auch meine Ergebnisse, was ich mache. Genau, und das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich mega freuen. Und über jeden neuen Abonnenten würde ich mich natürlich auch mega freuen. Kommentar auch. Und ihr könnt mir mal gerne in den Inbox schreiben, wenn es euch besser gefallen hat. Universum, Dame, Dame, Universum, keine Ahnung. Nennen wir es einfach Universum oder Migi. Ich finde sie beide eigentlich relativ gut. Das war nicht die erste Wahl. Ich habe sofort anderes ausgesucht, aber das gab es nicht mehr. Ist aber egal. Ich finde beide cool. Beide haben was. Es ist alles beide ein bisschen speziell. Das ist spezieller natürlich, aber es passt. Mir gefallen sie beide einfach. Genau, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss, eure Franzi.